Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ich mache noch mal ein bisschen. Ja, ist doch zu warm für die Decke. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass man hier im Spiegel, ich habe ja da meinen Spiegel stehen, dass man da vielleicht sieht, dass ich gerade keine Hose trage. Aber es ist zu warm für eine Hose, viel zu warm. Ich schwitze, also lassen wir das bleiben. Toll, da liegt eine leere Flasche rum. Tut mir leid. Ja, ich habe bei mir im Zimmer ein bisschen umgeräumt und seitdem kann man mein Zimmer auch offiziell wieder mal vorzeigen. Und ja, gut, kleiner Überblick. Das hier wird ein Update-Video. Und ja, also hier habe ich mein schönes Kautschukkissen. Das liebe ich ja total. Da sind ein paar Klamotten. Ich muss zugeben, darunter unter diesem Haufen ist eine Menge Unrat. Also, wollen wir mal ehrlich sein, habe ich jetzt gerade alles, was da nicht hingehört, draufgestopft. Da sind dann meine Kuscheltierchen und das ist mein neues Bücherregal. Da habe ich ganz viel umgeräumt die letzten Wochen. Ich habe allgemein, wie ich schon in einem Video zuvor erwähnt habe, die letzte Zeit viel rumgeräumt. Das ist mein iPanda, der funktioniert aber bloß mit einem uralt iPod. Also, ja, und das ist mein Schrank, mein neu bezogenes Sesselchen und da bin ich. Läuft nicht so bei mir mit Videos drehen. Hallo, hier Elena Riedmeier. Hey, Grammy. Du bist gerade mitten in meinem Video. Nee, macht nichts. Ich habe eigentlich auch nichts Großes gehabt. Ich wollte einfach nur fragen, wie es euch geht. Ah, da freue ich mich doch. Man hört doch nichts lieber. Ja, ich habe meine, wie gesagt, meine Sommervideo-Ideen und ja. Im Moment, deswegen kann ich auch einfach so plaudern. Das ist einfach nur ein lockeres Update-Video, wo ich ein bisschen drüber erzählen wollte, wie es jetzt gerade mit der Angststörung ist. Also, ja, ich wollte einfach so ein Update geben, damit die Leute wissen. Weißt du was, Oma? Wenn du möchtest, mache ich dich auf Lautsprecher, dann ist es nicht ganz so komisch für die Leute, wenn ich dann auf deine Fragen antworte. Ja. Nein. Okay, gut. Dann bis später. Ciao. Ja, entschuldigt. Meine Großmutter hat gerade gefragt, wie es denn gerade ist und ob ich eine Besserung merke. Und ja, ich kann sagen, ich merke gerade eine leichte Besserung. Muss aber auch zugeben, dass es nicht alles so ist, wie ich es noch schon gern hätte. Also, ach ja, übrigens, da ist noch eine Temposammlung in mein Handy. Ja. Also eigentlich eine Zewa-Sammlung, total komisches Hobby von mir. Ich sammle Zewas. Egal. Ja, zurück zum Thema. Ja, also es ist noch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber es ist schon besser. Also ich merke, dass ich früh, also bis jetzt war es so, dass ich oft Panikattacken hatte und auch Angstattacken. Was ich unterscheiden würde, weil Panikattacken sind für mich schlimmer als die Angstattacken. Und ja, das hat sich jetzt zum Beispiel fast komplett gelegt. Ich schlafe jetzt auch schon wieder besser. Und ja, wenn ich jetzt nicht gerade schwitze wie ein Spanferkel, dann schlafe ich wirklich recht gut. Was aber, wo ich aber halt noch Probleme für mich so sehe, also ich bin auch so stabil, dass ich inzwischen zu meinem Papa gehen und meinem so, das alles ist alles wieder komplett machbar. Rausgehen geht noch gar nicht. Also, ich bin ehrlich gesagt ich komme bis zu unserer Hausecke, die ja wirklich maximal, sagen wir, 5 Meter weg ist. Vielleicht 10. Sagen wir so zwischen 5, also sagen wir zwischen 5 und 15 Meter. Ich will es jetzt nicht genau, ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber so weit bin ich halt gekommen. Das letzte Mal, als ich draußen war, bin ich jetzt wieder bei Haustüre. Also, da hat sich eher was verschlechtert. Das gebe ich auch zu. Das kann ich auch so sagen. Ja, aber so alles in allem fühle ich mich halt ein bisschen stabiler. Wo ich aber noch Probleme habe, und das ist sowas, was halt passiert in einem Mietshaus, also wenn ich auf Mieter treffe, das ist jetzt zweimal passiert, und die mich ansprechen, dann erschrecke ich mich gerade zu Tode. Also es ist wirklich, also da muss ich dann wirklich zugeben, da ist dann so dieses gefühlt
dreimal aufkreischen nach dem Motto: ich bin nicht da, ich existiere nicht, sowas in der Art. Und beim letzten Mal, die Mieterin ist super nett und alles und die war voll, voll freundlich, aber die hat mich halt angesprochen. Ich habe es dann halt so bemerkt und also für mich so, ich dann irgendwie, ich weiß nicht, was dann war, aber mich total erstarrt und ich hatte dann auch den ganzen Abend so leichte Problematiken. Ich habe wirklich gezittert wie Espenlaub, ich konnte fast nichts essen, weil ich wirklich ja, so vor lauter Angst hat es mir alles zugeschnürt und ja, war nicht einfach. Wobei mir einfällt, ich könnte heute noch den Rest von den Dingern essen. Manchmal heißt Video drehen. Entschuldigt, schreibe es mir ganz kurz auf. Passt nämlich super zu meinem Ding. Ich habe dann von Captain Igloo gibt es diese Dinger, die nennen sich Plätzels oder so in der Art. Die gibt es mit einer Pilzfüllung und das ist so ein bisschen wie Mozzarella-Stick und die habe ich dann gegessen an dem Abend. Es ging dann auch und da habe ich aber noch gerade zwei übrig und da könnte ich einen zu meinem Macaroni mit Cheese essen, fällt mir gerade so auf. Ja, was kann ich denn noch so sagen dazu? Ja, falls ihr euch übrigens wundert, da im Hintergrund, entschuldigt, bei mir, ich habe gerade die Simpsons noch geguckt, weil, ja. Ich habe ja seit diesem Jahr Disney Plus und das habe ich dann genutzt und habe mir so gedacht, okay, wisst ihr was? Machen wir ein bisschen professioneller, damit ein bisschen für Eigenwerbung ist. Mein Kanal auf im Hintergrund. Jetzt kam mein Kanal. Ich kann auch gerade noch die Videos, die noch die. Ja, wohl, ne. Die lassen wir mal lieber. Ja, auf jeden Fall das letzte Video, das jetzt vor nach diesem Video kommt, vor diesem Video, nicht nach diesem Video, sondern vor diesem Video, ist ja, wo ich erzählt habe, dass ich mich so erschreckt habe an der Spinne und dann echt gut geschlafen habe. Das ist mir jetzt inzwischen schon das zweite Mal passiert, also irgendwie voll schräge Nummer. Ja, aber ich würde sagen, es geht bergauf. Es geht wirklich bergauf. Es ist zwar ein langer Prozess und es ist auch kein leichter Prozess, kann man sagen, was man möchte, aber es geht. Es geht bergauf. Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie kann man da nicht mehr dazu sagen. Also da fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Es gibt da einfach auch keine großen, ich kann sie auch keine großen Updates machen, nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt wieder raus, alles ist supi, dupi, mega, ist das noch nicht. Aber es ist jetzt tatsächlich in so einem Rahmen, wo ich, wenn ich einfach momentan in einem sehr, sehr knapp gefassten Rahmen bin, funktioniert alles super. Und ich möchte, also die nächsten Wochen habe ich so ein paar Sachen, die dann auf mich noch warten. Also Ende des Monats habe ich einen Zahnarzttermin. Das ist für mich natürlich eine totale Härteprüfung, aber der muss halt sein. Dann war da noch, dass meine Babette mich, also meine Zweitfamilie, die möchte mich auch mal besuchen kommen. Und ein Techniker muss noch, der sollte noch kommen. Also müssen tut er nicht, aber er sollte. Und ja. Und das sind dann so diese Termine, die ich jetzt und mein Geburtstag dann halt irgendwann. Und das sind so die Termine, die auf mich warten. Und ja, das sind dann so diese Tests für mich immer jeweils Tests, wie weit bin ich denn? Und ja, da bin ich jetzt halt gespannt drauf, wie die dann laufen. Gut, das war alles, was ich euch heute dazu sagen kann oder auch so sa erzählen kann. Mehr gibt es da jetzt gerade einfach nicht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch zurzeit geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.